Hallo und herzlich willkommen, liebe Löwen, wieder mal bei mir, bei eurer Crazy Owl. Jetzt gibt's die Legung für den März 2023 für euch. Bevor wir aber in die Karten und in die Legung gehen, muss ich euch hier noch, schaut mal diesen zauberhaften Anhänger an. Die habe ich von der lieben Nesara erhalten. Jedes Stück ein Unikat Orgonit Anhänger. Gibt's bald bei uns im Shop. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Aber die sind so zauberhaft. Mich haben die Anhänger gestern erreicht und ich musste euch die unbedingt zeigen, weil ich selber total geflasht davon bin. Ja, jetzt gibt's die Monatslegung für den März 2023. Wir haben die Krafttier-Orakelkarten von Jean Ruland am Start, das Arcanum-Tarot von Los Garabeo, Erat Aliquando von Yonanda Latura und das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Natürlich gibt's auch eine Faul-Rune und Wilma ist auch mit am Start. Infos zu den Karten und den Runen findet ihr unten in der Infobox. Dann wollen wir mal gucken, was die Karten sozusagen haben für den März für euch Löwen. Für alle, die den Löwen als Standzeichen, als Aszendent im Mond oder in der Venus haben. Ihr wisst, es ist eine allgemeine Legung, das heißt, die Legung kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Schaut die Legung bitte in eurer eigenen Verantwortung und wenn keine Resonanz besteht, dann macht es auch nicht zu eurer Legung. Dann seid ihr entweder bei einem anderen Standzeichen, Aszendent, Venus, Mond, oder eben in der nächsten Legung wieder mit dabei. Gut, ansonsten sollte die Dame auftauchen, seid ihr als Zuschauer für mich immer die Dame und euer Gegenüber wäre der Herr. Sollte die Rolle vertauscht sein oder bei euch das gleichgeschlechtlich sein, dann bitte switcht euch das in eigener Verantwortung nach eurer Stimmigkeit. Welches Krafttier begleitet denn die Löwen im März 2023? Welches Krafttier? Da haben wir schon. Da haben wir den Luchs. Neues Bewusstsein. Veränderungen und Neuerungen kündigen sich in deinem Leben an. Lausche nach innen und beachte die Zeichen der Zeit. Sehr spannende Energie. Also spart die Lausche auf. Habt im Blick, was geschieht, um auf diese Veränderungen euch einzulassen und ja, diese anzunehmen. Spannend. Gut. Ich schaue gleich mal, dass die Kartenpositionierung passt. So. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Löwen in den März 2023? Das Ass der Kelche, meine Lieben. Asse sind immer Chancen. Hier gibt es die Chance auf eine emotionale Erfüllung und das ist ja die Energie, was war, was ist. Vielleicht seid ihr frisch verliebt, liebe Löwen, vielleicht habt ihr neue Freunde gefunden, ein neues Hobby, was euch emotional erfüllt. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Chance auf emotionale Erfüllung. In dieser Energie startet ihr. Schauen wir mal, was Erat Aliquando noch dazu zu erzählen hat. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Löwen in den März? Wir haben den Dachs, wir haben die Dame, wir haben die Gefährten, oh, und wir haben das Glühwürmchen mit dem Sommer. Und Lord. Jetzt lege ich gleich noch die Lenormand-Karten dazu. Was war, was ist? Okay. Also, ihr als Dame startet in den März, ihr habt einen Heilungsprozess hinter euch. Mit dem Dachs, der steht immer dafür, dass er sich zur Heilung in seine Höhle zurückzieht. Und hier bricht das Licht durch die Heilung wieder durch. Und dieser Heilungsprozess hat dazu geführt, dass ihr mehr in euch, mehr bei euch angekommen seid. Und hier jetzt auch dabei seid, liebe Löwen, die Gefährten an eurer Seite
vielleicht auch aus dem Herzen zu wählen. Wer ist wirklich ein Gefährte auf Herzebene? Und da scheint ihr wirklich hinzuschauen, weil mit dem Ast der Kelche ist für euch vielleicht auch dieses Thema wirklich erfüllende Herzensverbindungen in eurem Leben zu haben und ausschließlich vielleicht sogar zu haben. Und hier schaut ihr mit dem Glühwürmchen wie auf so eine Art Sommernachtstraum, ne? Dieser Wunsch vielleicht mit euren Gefährten bis tief in die Nacht am Lagerfeuer zu sitzen und über Gott und die Welt zu philosophieren und wirklich dieses Licht, das dadurch mit Lord hervorbricht, ja, nichts hält das Licht auf, dieses Licht zu genießen. Und hier habt ihr wirklich einen für euch vielleicht auch sehr großen Transformationsprozess hinter euch, wo ihr jetzt an einem Neuanfang steht mit dem Kind, der einfach noch in den Kinderschuhen steckt. Ihr arbeitet euch da schrittweise vor und prüft vielleicht schrittweise auch, welche Verbindungen, ja, also ich finde es auch interessant, Lord und der Dachs. Ne, die spiegeln hier aufeinander. Also dieses Licht, was da in euch hervorgebrochen ist durch diesen Heilungsprozess, ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Und es führt dazu, dass dieses Licht alles durchdringt, was mit zwischenmenschlichen Verbindungen bei euch zu tun hat. Und hier arbeitet ihr euch schrittweise vor, diese verschiedenen Menschen, die an eurem Leben Anteil haben, vielleicht auch auf Herzebene zu prüfen. Schauen wir mal, was kommt auf die Löwen im März 2023 zu. Was kommt auf die Löwen zu? The Hanged Man. Okay, also mit dem Hanged Man kommt im März auf euch eine Zeit zu, wo ihr vielleicht nicht so in der Bewegungsfreiheit seid, wie ihr das gerne hättet. Es ist aber auch, wie der Lux das hier ankündigt, neues Bewusstsein. So ist der Hanged Man, steht auch dafür, dass ein Perspektivwechsel hier stattfinden wird. Der Hanged Man hängt ja Herz über Kopf. Und wenn du längere Zeit über Kopf hängst, führt das dazu, dass du irgendwann deinen Herzschlag im Kopf hörst und der Verstand irgendwie mal die Klappe hält. Und somit kannst du Entscheidungen aus deinem Herzen treffen in einem neuen Bewusstsein, das der Lux hier ja schon ankündigt. Schauen wir mal, was Erat Aliquando noch erzählt. Worum geht es hier genauer? Um welche Entscheidungen aus dem Herzen. Da haben wir wieder die Nachtigall, die taucht witzigerweise in diesen Monatslegungen echt öfter auf. Das Abendlied der wahren Liebe, wir haben den Herrn und wir haben die Nelke. Ein oder zwei Karten würde ich noch nehmen. Und der Hirsch. Schauen wir gleich noch, was die Lenormand-Karten dazu zu sagen haben. Das Schiff und die Sonne. Gut, also, wir solltet ihr es hier mit einem Gegenüber zu tun haben. Haben wir den Herrn hier liegen, der direkt auf die Nachtigall schaut und auf das Abendlied der wahren Liebe. Vielleicht war es so, dass ihr jemanden Neuen kennengelernt habt, aber noch mit eurem Heilungsprozess befasst wart und allgemein mit der Frage, ja, dieses Licht aus euch herausbrechen zu lassen und wirklich nur noch lichtvolle Herzensverbindungen in eurem Feld zu haben. Und vielleicht ist hier mit dem Ast der Kelche euch ein neuer Mann, ein neuer Mensch, ein neues Gegenüber über den Weg gelaufen. Dieser Mensch scheint mir schon emotional gereift zu sein, denn es ist dieser Herr gefallen, der von emotionaler Reife spricht. Der ist vielleicht jetzt nicht der Mann oder dieser Mensch, der große Liebeserklärungen macht, sondern für ihn
Er lässt seine Liebe im Endeffekt durch Taten sprechen. Und hier kommt eine relativ, also auch Erotik und Anziehungskraft in euer Leben, weil hier jemand eine ganz neue Präsenz in eurem Leben einzunehmen vermag. Und diese Präsenz spiegelt auf die Nachtigall mit dem Abendlied der wahren Liebe. Also, liebe Löwen, solltet ihr hier jemanden Neuen kennengelernt haben, so kann das durchaus eine sehr, sehr kraftvolle emotionale Verbindung sein, die wirklich auch mit wahrer Liebe zu tun hat. Vielleicht ist auch dieser Heilungsprozess, dass hier jetzt für euch eine Liebe in euer Leben getreten ist, die euch eine ganz neue Art der Liebe empfinden lässt, was ihr bisher noch gar nicht so kanntet. Ja, und hier sehen wir auch mit dem Schiff und mit der Sonne, dass hier vielleicht auch im März für euch die Erkenntnis drin liegt, dass ihr eine riesengroße Sehnsucht in euch getragen habt nach dieser wahren Liebe, nach dem Abendlied der wahren Liebe, die jetzt endlich mit der Sonne das Licht der Welt erblickt. Wunderschön. Das Schiff kann natürlich auch für Reisen stehen. Es steht für eine langsame Bewegung. Es steht für die Seelenreise. Vielleicht ist auch dieser Mensch, der euch hier begegnet ist, so ein, wie so ein Turbo, der eure Seelenreise voranbringt. Ja, das kommt mir hier auch gerade noch so durch als Deutungsmöglichkeit. Also sehr spannend. Schauen wir mal, was ist, das war zu früh, was ist der Tipp des Universums? Nein, das ist zu viel. Was ist der Tipp des Universums für die Löwen im März 2023? Auch das sind zu viele Karten. Habt ihr jetzt so viel zu erzählen? So, 1 bis 2 Karten bitte. Was ist der Tipp des Universums für die Löwen? Das sind auch zu viele. Was ist der Tipp des Universums für die Löwen im März 2023? Da hat sich was umgedreht. Ich habe es genau gesehen. Oh, okay. Wir haben den Turm. Also hier steht ein Durchbruch an. Vielleicht ist es auch diese Energie, ihr habt den Gehängten und wir haben hier jetzt auch 2 große Arcana-Karten. Also das ist keine Kleinigkeit, die hier läuft. Vielleicht ist der Turm auch der Tipp des Universums, dass ihr, wenn sich dieser Hanged Man auflöst, ja, vielleicht seid ihr ja auch verhalten, euch auf diese neue Liebe einzulassen. Das kann ja auch sein. Und ihr seid da wie gefesselt. Ihr sollt den Durchbruch zulassen. Hier steht ein Durchbruch an. Der kann auch plötzlich und unerwartet für euch geschehen. Ihr wisst, Zeit ist immer fließend. Aber er wird mit der Kutsche zur rechten Zeit kommen. Ihr müsst da nichts beschleunigen. Die Kutsche rät euch auch immer Eile mit Weile. Ja, es kommt zur rechten Zeit. Die gute Stube ist gefallen. 1 bis 2 würde ich noch nehmen. Ja, da habe ich sie, die Sanduhr, ne? Alles kommt zur rechten Zeit. Jetzt sind es ein paar mehr geworden. So, schauen wir mal, was da noch ist. Ja, die Sanduhr, der Rahmen, der Frühling und die Maus. Und jetzt schauen wir gleich noch nach den Lenormand-Karten. Gut, danke schön. Da haben wir... Aha, aha, aha. So, also... Wir haben die Kutsche, die gute Stube und die Sanduhr. Eile mit Weile. Bleib bei dir, alles kommt zur rechten Zeit. Vertraue darauf. Ja, also du musst auch diesen Durchbruch nicht irgendwie versuchen zu beschleunigen oder sonst irgendwie. Gib den Dingen ihre Zeit. Der neue Rahmen wird mit Sicherheit geschaffen. Mit dem Frühlingsbeginn, und wir haben ja im März den Frühlingsbeginn,
Hier steht auch der Neuanfang im Raum und mit der Maus. Die findet immer einen Weg. Dieser neue Rahmen, dieser neue Weg, der hier ansteht, der wird mit Sicherheit seinen Platz finden und stattfinden, weil alles zur rechten Zeit geschieht. Hundertprozentig, verlasst euch drauf. Wenn ihr also vielleicht auch, vielleicht ist euer Gegenüber, vielleicht seid ihr das, vielleicht seid ihr beide in dieser neuen Ast der Kelche-Energie, ne, diese neue gefühlvolle Chance, die da vor euren Füßen liegt. Vielleicht seid ihr beide unsicher, habt einen Heilungsprozess hinter euch und seid jetzt in eurer neuen Strahlkraft. Überlegt euch, boah, will ich mich jetzt schon wieder auf was Neues einlassen oder habe ich Angst, dann mein Strahlen wieder, mein Licht unter den Scheffel zu stellen? Ja, und ihr haltet euch vielleicht mit dem Hangman beide etwas zurück, weil ihr eben noch Ängste habt oder einen großen Heilungsprozess hinter euch. Aber hier wird ein Durchbruch kommen und diesen Durchbruch gilt es anzunehmen, in dem Vertrauen, dass die rechte Zeit für diesen Durchbruch dann ist, wenn er da ist. Ja, und auch diese Frühlingsgefühle und das die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Sie findet immer einen Weg. Und auch die Maus ist hier gefallen. Ja, hier ist ein Neuanfang im Feld. Nehmt den an, indem, dass ihr vielleicht auch erstmal einen Rahmen für euch steckt, um euch die Sicherheit zu geben, auf diese Veränderungen und Neuerungen, die der Lux hier ja auch ankündigt, einzulassen. Und wir haben hier den Fuchs, die Dame und die Brücken. Und vielleicht habt ihr in der letzten Zeit Verrat erfahren. Vielleicht wurdet ihr betrogen, belogen, bestohlen, man weiß es nicht genau. Und das habt ihr noch im Blick. Und diese Brücken, die habt ihr, die ihr zu diesen Menschen hattet, die habt ihr hinter euch abgebrochen. Ja, das ist auch der Tipp des Universums. Aber schaut bitte nicht nur auf die Falschheit, sondern wenn ich die Karten hier so liegen habe, schaut der Fuchs durch diese Falschheit, ne, schaut nicht auf die Falschheit, sondern die Schwanzspitze des Fuchses sagt immer, dort liegt die Weisheit und die Lösung. Und diese Schwanzspitze zeigt auf die Maus, die immer einen Weg findet, die weiß, verschlossene Türen zu öffnen. Und sie zeigt auf diesen Neuanfang, dieses Schneeglöckchen, das, was hier in eurem Leben erblühen möchte. Und ja, der Tipp des Universums ist, gebt euch diesem hin, diesem Durchbruch, der da ansteht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass manche vielleicht so aus der Energie gebranntes Kind scheut das Feuer hier handeln. Aber ich habe hier wirklich schöne Karten. Wir haben hier die Königin der Münzen. Das ist das Wasser der Erde. Da ist Fruchtbarkeit, da ist materielle Sicherheit, da ist emotionale Erfüllung möglich. So geht es für euch weiter, mit der Königin der Münzen wirklich in der Fülle zu sein. Ja, auch die Erat Aliquando sagen, hier gibt es einen Überfluss. Hier gibt es wirklich einen Überfluss, wenn dieser Turmmoment als Tipp des Universums, wenn ihr den Durchbruch schafft, euch der Fülle hinzugeben und vielleicht eure Ängste, die euch hier noch ein bisschen im Weg stehen, mit den Routen davon zu fegen. Ja? Stabilität in euch selbst zu finden. Also Unsicherheiten ausmisten, um Stabilität in euch selbst zu finden. Schauen wir mal, welche Runenkraft begleitet denn euch, liebe Löwen, im März 2023, welche Runenkraft begleitet die Löwen? Die Algis, Gott sitzt am Ruder, vertraut darauf, dass euch auch hier, ne, beachte die Zeichen der Zeit, dass die Algis ist ein bisschen wie ein Trichter, wie ein Mensch, der mit nach oben gestreckten Armen dasteht und die spirituellen Weisheiten in sich einfließen lässt. Vertraut darauf, dass wenn ihr achtsam seid, dass ihr diese Zeichen wahrnehmen könnt, dass ihr gut geführt seid und
dass vielleicht diese neue Verbindung, die hier im Raum zu stehen scheint, ob das jetzt freundschaftlich oder Liebe ist, ich habe hier Anziehungskraft liegen im weiteren Verlauf, dass die zur rechten Zeit in euer Leben kommt, aber dass ihr dadurch natürlich auch mit dem Turm vielleicht eure Schutzwelle durchbrechen müsst, damit überhaupt Nähe und Begegnung möglich wird. Ja, meine lieben Löwen, das war eure Legung für den März. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Likes, Abos, Kommentare und wenn ihr die Videos teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt, habt einen tollen März und ich sag bis zum nächsten Video. Eure Crazy Owl. Ciao, ciao.